Schwankowski war also ein sehr kommunikatives Wesen, also oft Kneipen besucht abends, hungrig nach guten Gesprächen. Durch seine Indienreise ist er tatsächlich mit der Philosophie des Yoga in Kontakt gekommen, hat auch Yoga praktiziert bis zum Schluss, also Hatha-Yoga größtenteils und Formen der Meditation. Das, was ihn faszinierte an der asiatischen Kunst oder an der Ästhetik, die man dort im Zen-Buddhismus findet, das ist dieses Moment der Plötzlichkeit. Im Buddhismus geht es um Fokussierung des Gegenwartsmoments und das Ereignis, dass man in den Gegenwartspunkt eintritt, geschieht schlagartig. Das Werk von Norbert Schwankowski ist eigentlich durchgängig wichtig für die Kunst, für die Kunstszene. Ich habe einige Maler getroffen, die gesagt haben, Norbert Schwankowski ist ein regelrechter Maler-Maler. Also er wird sehr verehrt, seine Kunst wird sehr verehrt von vielen Kollegen. Die Ausstellung Some of My Secrets ist eine wirklich große Werkschau, in der wir mehr als 80 Gemälde und eine sehr große Auswahl aus Norbert Schwankowskis Skizzenbüchern zeigen. Man könnte fast sagen, das ist ein Kernwerk des ganzen Schwankowskischen Oeuvres. Und in dieser Opulenz also ist es auch fast einmalig, weil Norbert hat fast jeden Monat ein Skizzenbuch. Immer diese kleinen DIN A6 großen, postkartengroßen Skizzenbücher. Voll gezeichnet, voll geschrieben. Es sind aber Bilderkosmen, nicht? Bilder- und Textkosmen, die, wenn man genau hinguckt, auch die Vorgeschichte einzelner Bilder erklärt, die auch hier in der Ausstellung sichtbar sind, nicht? Das Thema von Leere oder von Abwesenheit von Menschen, das ist eben ein ganz typisches oder charakteristisches im Werk von Norbert Schwankowski. Und das sieht man zum Beispiel an diesem ganz wunderbaren Werk Der Besuch, wo wir ein Sofa sehen können und verschiedene Hüte, die darauf abgelegt wurden. Das heißt, es geht letztendlich um den Besuch. Der Künstler zum Beispiel wird besucht, aber wir sehen seinen Besuch selber gar nicht. Es wird letztendlich eben vorgeführt, dass die Menschen gerade nicht da sind. Norbert Schwankowski hat eben eine ganz besondere Zweigleisigkeit zwischen einer wirklich tollen Poesie und gleichzeitig einem ganz großen Humor. Also diese Bilder von Norbert Schwankowski, die wechseln eigentlich hin und her zwischen den ganz großen Themen unserer menschlichen Existenz und gleichzeitig aber eben wirklich diesen ganz absurden Alltagsszenen, die jeder von uns kennt. Die Ausstellung Some of My Secrets, die wir jetzt hier in der Kunsthalle Bremen zeigen, ist eine Kooperation, die gemeinsam mit dem Kunstmuseum Bonn und dem Kunstmuseum Den Haag organisiert wurde. Und sie findet statt anlässlich seines 70. Geburtstags, der 2019 stattgefunden hätte. Eine Besonderheit in unserer Bremer Station sind dokumentarische Fotos des Fotografen Fabian Georgi. Er hatte die wirklich einzigartige Möglichkeit, Norbert Schwankowski einmal im Atelier beim Malen zu fotografieren. Das hat er letztendlich nur dieses eine Mal wirklich zugelassen. Und diese Fotos zeigen wir in einer Auswahl in der Ausstellung. Und man sieht dort, wie besonders Norbert Schwankowski gemalt hat. Um Norbert Schwankowskis Netzwerk in Bremen in dieser Ausstellung zumindest anzudeuten, haben wir einige Kunstwerke von einer Auswahl von Bremer Künstlerkollegen mit ergänzt. Das sind also Werke von Jupp Mönster, Wolfgang Heinke und Horst Müller. In dem letzten Atelier von Norbert Schwankowski in der Häschenstraße, als es aufgelöst wurde nach seinem Tod, da
Es war ja verlassen, aber es standen seine ganzen Farbtöpfe noch auf dem Boden mit Pinseln und allem, so wie er das letzte Bild verlassen hatte, bevor er erkrankte. Und Wolfgang Heinke, der ein hohes ästhetisches Sehvermögen hat, erkannte also in dieser Konstellation, dass man das retten müsse.